Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie. Mit dem realen Irrsinn haben wir heute und heute haben wir wieder zwei Folgen. Diesmal habe ich darauf geachtet, dass sie thematisch gut zusammenpassen. Es geht um Zwerge. Ja, was für Zwerge werdet ihr dann sehen. Und das Ganze ist nicht von mir rausgesucht worden, obwohl rausgesucht schon, aber nicht vorgeschlagen. Nein, vorgeschlagen hat uns das der Schildi 1. Der ist ein toller Vorschläger, so was er so an Videos hat, meine ich natürlich. Und ich freue mich jedes Mal drauf, wenn ich sehe, okay, er hat mir neue Videos vorgeschlagen. Die suche ich dann immer gleich raus und versuche es regelmäßig ganz schnell dann auch zu reacten. Heute die ersten beiden aus der letzten Vierer-Runde, die er mir vorgeschlagen hat. Und da waren zwei Stück drin. Das erste hatte er ziemlich weit oder hatte er sogar, glaube ich, ganz oben stehen. Das war das erste. Und dann hatte ich als das rausgesucht und da habe ich dann gesehen, da ist noch was anderes mit Zwergen. Habe aber gedacht, nein, das mal beiseite. Hast ja noch vier, was da liegt. Und hat dann zwei oder drei weiter unten, hat er das dann noch vorgeschlagen. Und da das auch ein bisschen was mit meiner Heimat oder mit der Gegend, aus der ich ursprünglich komme, zu tun hat, habe ich mir gedacht, das nehme ich auch gleich mit rein. Passt auch thematisch gut zusammen. Wie gesagt, es geht um Zwerge. Und wir haben heute, wie gesagt, zwei Folgen davon vom realen Irrsinn. Die erste Folge heißt Gartenzwergdiskriminierung. Und was er mir da hinten dran geschrieben hat, da geht es wohl um eine ganz interessante Partei. Schauen wir uns mal an. Wir wechseln in den Live-Bereich und da haben wir sie auch schon. Und dann schauen wir mal, was es damit auf sich hat. Das ist Frank Ulrich, also er da hinten, der Vorsitzende der Internationalen Zwergenpartei IZP. Okay, ihr könnt ja mal in die Kommentare unten reinschreiben, ob euch diese Partei bekannt war bisher oder ob ihr die jetzt auch das erste Mal gehört habt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Internationale Zwergenpartei habe ich noch nicht gehört. Und ich hätte es jetzt auch nicht gewundert, wenn der Zwerg im Vordergrund den Namen gehabt hätte. Wobei, der Zwerg da hinten, also da hinten, ich zeige jetzt das Bild, das seht ihr jetzt natürlich nicht. Das da hinten, dieser große Zwerg, der ist ja geil. Der Partei geht es um ein elementares Stück deutscher Kultur, den Gartenzwerg. Und der wird gerade heimgesucht vom Sittenverfall. Der Gartenzwerg. Also ich weiß oder ich kann mir vielleicht vorstellen, worauf sie anspielen. Es gibt einige Gartenzwerge, die ein äußerst bedenkliches Äußeres haben, also von der Form her. Wobei, man muss dazu sagen, also gerade im asiatischen Raum sind deutsche Gartenzwerge sehr gern gesehen. Da gibt es, weil in Japan zum Beispiel haben sie ja viele Steingärten und da stellen die sich auch unheimlich gerne im Privaten wohlgemerkt, auch gerne mal einen Gartenzwerg hin. Also wenn ihr jemanden habt, der im asiatischen Ausland wohnt und den ihr mögt und dem ihr mal was Gutes tun wollt, schickt ihm einen Gartenzwerg. Der Gartenzwerg in seiner Darstellung ist aufs Übelste bedroht. Er wird sexistisch und rassistisch dargestellt. Das hat mit dem deutschen Gartenzwerg als Kulturgut überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, das war wie das, was ich gerade eben sagte. Also es gibt Gartenzwerge, da fragt man sich, Leute, gibt es wirklich Personen, die sowas kaufen? Leider muss ich dann dazu sagen, ich habe manche Gartenzwerge auch schon in real draußen live gesehen und habe mich dann gefragt, wie kann man sich sowas in den Garten stellen und findet das dann auch noch schön und lustig. Und der Gartenzwerg ist nun mal, seien wir ehrlich, ein deutsches Kulturgut. Deshalb kümmert er sich jetzt um das deutsche Kulturgut. Zufällig hat der Zwergenparteivorsitzende auch einen Zwergenpark in Trusetal in Thüringen. Ja, wäre vielleicht mal ein interessantes Ausflugsziel. Wenn man sich für Gartenzwerge so interessiert, dass man dann sagt, okay, mein Tante hinfahren. Thüringen wäre jetzt nicht unbedingt das Bundesland, wo ich derzeitigst hinfahren würde. Und hier versteckt er den Schmutz. Schlimme Verunglimpfungen des Gartenzwergs. Ja. Genau, das sind diese Gartenzwerge, von denen ich sprach. Wobei es gibt noch einen Gartenzwerg, den habe ich durch Zufall die letzte Mal in einem Bild gesehen gehabt. Das habe ich, gebe ich auch ganz ehrlich zu, dann gemeldet, weil das geht überhaupt nicht. Und da war dann noch etwas, war fast Schlimmeres als das zu sehen. Hier, das schlimmste aller Beispiele. Das kann doch kein Mensch irgendwo sich in den Garten reinstellen. Leider doch. Grausam sieht das aus und das gehört einfach verboten. Und schlimmer noch. Ja, hier wieder schon so eine sexistische Darstellung.
Eine Zwergenfrau gibt es eigentlich gar nicht. Eine weibliche Figur mit einer Zipfelmütze. Ein Gartenzwerg. Nackt. In einer verfänglichen Stellung. Das gehört einfach schlichtweg verboten. So, also ich sag mal so, bis jetzt habe ich ihn durchaus verstanden und finde das auch in Ordnung. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Ich finde es schon diskriminierend zu sagen, es gibt keine Zwergenfrauen. Klar gibt es Zwergenfrauen. Wo kämen denn sonst die kleinen Zwerge her? Und das ist diskriminierend, festzustellen, dass es keine Zwergenfrauen gibt. Also, das ist nicht in Ordnung. Solange sie ordentlich hübsch angezogen sind, passt das doch. Ist doch in Ordnung. Ja, verboten. Es sind hier zwar auch Lustzwerge ausgestellt, aber nur zu reinen Demonstrationszwecken. Für Besucher okay. Ist die Zwergendiskriminierung. da hat er sich wohl von der Hamburger Reeperbahn inspirieren lassen. Auch nur schwer zu ertragen. Aber ist nichts Schlimmes? Nee, würde ich auch sagen. Nee. Da würde ich was sagen. Stimmt. Also, ich sag mal so, lustig ist es schon. Ich würde es mir jetzt auch nicht in den Garten reinstellen, sondern ich würde es irgendwo drinnen vielleicht hinstellen. Wobei ich, wie gesagt, also ich verstehe auch nicht, warum man sich sowas hinstellen muss. Ja, manche mögen es vielleicht, aber es muss ja nicht immer sein. Stört Sie das jetzt nicht? Nee. Ach, die Menschen sind schon so verdorben. Deshalb gibt es jetzt auch einen Zwergenkongress der Internationalen Zwergenpartei. Okay. Ja, genau. Aber das war ja 2016. Es ist interessant, dass es bis jetzt noch nicht dazu gekommen ist, dass die Zwergpartei sich aufgestellt hat für irgendeine Wahl. Obwohl, es ist Thüringen, wer weiß. Vielleicht haben die sich in Thüringen aufgestellt. Recht schönen guten Morgen, meine lieben Zwergenfreunde aus nah und fern. Zipfel auf, wie wir uns ja bekanntlich immer grüßen. Zipfel auf. Und flugs wird ein wichtiger Antrag zum Schutz des Zwerges einstimmig angenommen. Was für ein Vorschlag wurde denn da angenommen? Bitte ausführen. Wir haben einen Antrag bei der Antidiskriminierungsbehörde des Bundes gestellt, damit die sexistische Darstellung des Gartenzwerges endlich beendet wird. Endlich kümmert sich die Antidiskriminierungsstelle um die wirklich Diskriminierten. Okay, dann stelle ich den Antrag, dass aus diesem Papier bitte die Zwergenfrauen herausgenommen werden, solange sie angezogen sind. Und den Zwerg, den wir da gerade gesehen haben, das geht ja mal gar nicht. Und ich gebe Kistenkarte recht, solche Zwerge, obwohl das mit diesem, den letzten Zwerg nehme ich davon raus, aber die Zwerge, die man hinter diesen Dingern sieht, also hinter diesen Schlüssellöchern, ins Schlafzimmerfenster, warum nicht? Da weiß wenigstens jeder gleich, was für ein Raum dahinter ist. Denn bei dieser Schweinerei stellt sich doch eine Frage. Warum nimmt man für solche Darstellungen den Gartenzwerg? Warum nicht einen Teddybär, einen Frosch oder einen Elefanten? Glaube mir, einen Elefanten mit möchtest du nicht sehen. Genau, zieht doch den Elefanten die Hosen aus. Dann hat das Zwergenmartyrium endlich ein Ende. Ich würde mal interessieren, ob er sich nicht auch irgendwann mal an den Busch oder einen Baum gestellt hat oder hat gepinkelt, so wie jener Zwerg, den wir da als letztes gesehen haben. Oder ob er da, ja, genau, so. Da dann doch vielleicht eher das Glas hat. Ich unterlasse es jetzt, doch mal zurückzuwechseln und euch zu zeigen, dass ich einen Daumen hoch mache. Ich mache definitiv einen Daumen hoch. So, gemacht. Weil man sieht halt den nackigen Zwerg. Das muss nicht sein. Ich möchte natürlich nicht einen Strike für bekommen. Also das wird das. Gut, also für dieses erste Video mit den Gartenzwergen in... da war es wieder zu schnell. Mit der Gartenzwerg-Diskriminierung, das Originalvideo ist unten verlinkt. Könnt ihr also gerne auch rübergehen zu den Kollegen von Extra 3 und einen Daumen hoch da lassen. Das auf jeden Fall. Wir schauen uns jetzt aber hier noch ein zweites Video an. Hat auch mit Zwergen zu tun. Nämlich mit einem Haus für Zwerge. Ja, genau. Und wir gehen da mal rein. Genau. So, da seht ihr es. Das Zwergenhaus in Wiesbaden. Ja, und ich bin natürlich Hessin ich komme allerdings aus der Bankenmetropole. Aber Wiesbaden ist natürlich unsere Landeshauptstadt und deswegen werden wir mal angucken, was ich da bis jetzt vielleicht übersehen habe. Ja, gucken wir mal. Also, geh mal rein in das Zwergenhaus
aus in Wiesbaden vorm realen Essen. Das ist Hugo. Er lebt in Wiesbaden und ist permanent gut gelaunt. Doch lassen Sie sich von diesem unschuldigen Lächeln nicht täuschen. Hugo ist ein Illegaler, genauso wie seine Gang. Ein Gartenzwerg ist illegal in Wiesbaden? Okay, das schreit nach dem Ausländeramt. und der auch, Sie alle. Eingeschleust hat sie diese Frau, Ilona Easley. Und das sogar schon in zweiter Generation. Die Zwerge, die stehen jetzt über 30 Jahre hier auf dem Haus. Und der Bezug zu den Zwergen, den ich habe, ist ein Andenken an meine Mutti. Es gehört einfach zum Haus. Ja, und ich kann mir jetzt eins vorstellen, weil sie natürlich jetzt nicht mehr ganz so taufrisch aussehen oder vielleicht nicht dem Bauamt genügen oder was auch immer. Irgendein Amt ist da und sagt, nee, die müssen weg nach 30 Jahren, die haben ja einen Knall. Wir haben von Leuten, habe ich Zwerge gekriegt mit einem Fähnchen dran. Wir bitten um Asyl. Nix da. Okay. Asylantrag abgelehnt, denn das Haus von Frau Easley ist denkmalgeschützt. Und die Denkmalschutzbehörde sagt Schluss mit lustig und dieser Zwergenparade auf Gesims und Fensterbank. Seit 30 Jahren stehen die da und das fällt ihnen jetzt fällt ihnen das ein. Haben die nichts anderes zu tun oder was? Oder gehen die irgendwie Aufgaben ab, weil sie während der Corona-Zeit zu viel gemacht haben. Obwohl, ja, machen zu viel. Genau, weg mit den Paradezwergen. Die sind doch der Zipfel der Zerstörung. Denn der gediegene Auftritt der Architektur wird durch die Verzwergung gestört, ja ins Lächerliche gezogen. Ja, ins Lächerliche gezogen wird vor allen Dingen natürlich auch das, was dieses Denkmalschutzamt da abzieht. Ey, also Leute. Ist da irgendeiner, der Langeweile hat oder wie? Und dass gegen diese Verzwergung nur Abschiebung hilft, weiß der Denkmalschutz. Die Zwerge sind daher unverzüglich und vollständig vom Gebäude zu entfernen. Jo, und ich bin dafür, dass wir das Denkmalschutzamt vollständig und rückstandslos entfernen. Endlich. Denn auch für die Nachbarn war diese Verzwergung ein riesiges Problem. Ich finde das ganz nett, ist doch mal was anderes. Ja, genau das habe ich jetzt erwartet. Ich wusste, dass das sarkastisch gemeint war, dass die Nachbarn sich darüber aufregen. Da kennt in Wiesbaden das Zwergenhaus so. Das ist, also eigentlich müssen sie bleiben. Nicht nur eigentlich müssen die bleiben, ich bin voll dafür, dass die bleiben. Und wenn ihr das auch wollt, Däumchen hoch. Es gibt hier aber kein Zwergenbleiberecht. Frau Easley musste diese Zwerge bereits entfernen. Und auch alle anderen müssen jetzt runter vom Haus und mit ihrem Lachen in den Keller. Liebe Mitarbeiter des Denkmalamtes in Wiesbaden. Ich habe eine tolle Idee für euch. Ihr habt doch bestimmt einen großen Keller unter eurem Amt. Geht runter und lacht mal. Vielleicht fällt euch dann was vom Haupte, was euch da irgendwie ein bisschen... Das Haus sieht einfach leer. Ohne persönliche Note. Diese Zwerge, die tun niemandem was. Ich finde das auch blöd. Vor allen Dingen, wenn sie seit 30 Jahren da stehen. Warum ist ausgerechnet jetzt der Punkt erreicht, wo sie sagen, nee, geht nicht mehr. Die Begründung wüsste ich gerne mal. Nee, das sieht der Denkmalschutz aber ganz anders. Schließlich haben diese Typen eine negative Vorbildwirkung. Die Behörde warnt, Dritte könnten auf die Idee kommen, ihre Cola-Flaschensammlung als Fassadendekoration an ihr Baudenkmal zu kleben bzw. zu schrauben. Genau, ich gehe hin und schraube Cola-Flaschen an meine Wand. Genau. Und Flaschen hat die Denkmalschutzbehörde echt schon genug. Das stimmt. Fertig. So, Thema gegessen. Genau. Also, was ich als erstes jetzt noch schnell mache, ist hier mein Like da lassen. Habe ich beim anderen Video, wie gesagt, auch gemacht. Könnt ihr euch sicher sein. So, dann wechseln wir mal in den Chatting-Bereich. So, genau.
Okay, gut. Auch da muss ich leider den Kollegen von Extra 3 recht geben. Flaschen gibt's im Denkmalamt genug. Wasserflaschen natürlich, meinte ich jetzt. Oder so, ja. Aber das war jetzt so wirklich der absolute Witz. Dieses Haus ist, ich wusste am Anfang nicht, was es für ein Haus war. Ich kenne das oder kannte das Haus auch. Ich war da auch schon, habe mir das angeguckt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es beknackt, was manchmal die Ämter für Exkapaden von sich geben. Erst lassen sie was ewig lange gewähren und dann kommt ihnen der Gedanke, ah nö, jetzt können wir es ja mal brauchen oder so. Oder Sachen, also nee, die Ämter dürfen auch nicht alles und wehrt euch. Wenn ihr denkt, dass irgendwas, was das Amt mit euch macht oder irgendein Amt mit euch macht, nicht richtig ist, wehrt euch dagegen. Nehmt nicht immer alles einfach so hin. Das müsst ihr gar nicht. Ihr habt auch Möglichkeiten. Ämter sind zwar stark, aber sie sind nicht allmächtig. Ich weiß das auch aus Erfahrung. Ich habe mich auch schon mehrfach gegen Ämter gewehrt und habe gewonnen. Genau. So. Aber was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Erstmal natürlich Dankeschön, Schildi, für diese zwei tollen Videos. Ich habe mich köstlich amüsiert und ich hoffe, ihr macht das im Nachgang, wenn ihr dieses Video auf YouTube sehen solltet, auch noch. Und freut euch auch darüber, dass wir wieder was Tolles zusammen angeguckt haben. Wenn ihr ein Like bei den Kollegen von Extra 3 lassen wollt für beide Videos, sind wie gesagt unten in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr draufklicken, Daumen da lassen, Abo da lassen. Ihr könnt dann auch einen Kommentar da lassen. Bevor ihr aber jetzt darüber hüpft, wäre das Ganze schön, wenn ihr das bei mir hier auf dem Kanal auch macht. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn ihr mal live dabei sein wollt, wenn wir sowas reacten, könnt ihr das gerne machen. Immer sonntags auf Twitch bin ich unterwegs und reacte diese Art von Videos und freue mich darüber. Ich bin natürlich auch normalerweise an anderen Tagen, meistens Freitag, Samstag, Sonntag auf Twitch unterwegs. Schaut da einfach mal, wenn ihr da unterwegs seid, bei mir auf Konfuzei auf den Kanal. Für heute bleibt mir aber zu sagen, es hat mir Spaß gemacht. Ich habe mich gefreut, das mit euch gucken zu dürfen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge vom realen Irrsinn auf jeden Fall wieder.